Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um eine richtig geile Box. Die Luxury Box ist eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jetzt direkt nach der Arbeit habe ich mich hier hingesetzt und möchte dieses Video drehen. Dementsprechend bin ich auch ungeschminkt. Hab mir nur eben kurz einen neuen Pulli angezogen. Das ist der von Chiquelle. Mega geil. Und ja, weil ich war halt arbeiten und ich wollte mich ein bisschen fresh machen. Ansonsten bin ich halt recht ungeschminkt und ungemacht und wie auch immer. Vielleicht kann ich das, was hier drin ist, direkt austesten. Die Luxury Box kommt alle 3 Monate, also 4-mal im Jahr genau. Kostet zwischen 40 und 50 Euro, Entschuldigung. Und hat einen Warenwert von 150 bis 200 Euro. Richtig geile Produkte sind enthalten, Leute. Wir schauen jetzt einfach mal rein, oder? Ja, die wird mir auch kostenfrei zur Verfügung gestellt von boxpalast.de. Vielen, vielen Dank. Und auch der Gewinn, denn ich darf tatsächlich eine Luxury-Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und ja, hier haben wir schon mal den ersten Blick in den Karton. Und da kommt direkt etwas raus, was wir letztens in der Mainz-Box drin hatten. Resveratrol Premium Ampullenkur 14x2 ml. Und allein dieses Produkt kostet schon 25, 30 Euro. Richtig krass von M. Asam. Wahnsinn. Und wir haben die Box noch nicht mal ausgepackt, ne? Okay, so. Da es eine Kooperation ist, bekomme ich hier immer einen Flyer. Liebe Claudia, mit der letzten Luxury-Box des Jahres 2019, Fall in Love, bereiten wir dich mit luxuriösen Produkten auf den Herbst vor. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken. Liebe Grüße, Maria vom Luxury-Box-Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich bin wirklich gespannt, was ihr euch dieses Mal überlegt habt. Ich meine, hiermit haben wir schon mal die Hälfte der Box raus, sage ich mal, ne? Hier haben wir die Luxury-Box und die kommt ja in diesem wundervollen Karton, der ist schön schlicht. Dann hast du hier dieses Schleifchen, was ich einfach toll finde. Das macht die ganze Geschichte auch sehr edel und sehr einzigartig, weil die Schleife halt auch außen drum zu ist, ne? Finde ich ganz cool. Fall in Love. Okay, gucken wir mal. Passt für mich ganz gut, denn ich habe am 17.11. mein 14-Jähriges mit meinem Freund. Das kommt mir sehr gelegen. Hier haben wir das Seidenpapier. Viel Luxury. Wir fühlen uns luxuriös. Den ersten Blick in die Box. Riecht nach Papier. Tatsächlich. Dann steht hier auch immer drauf, ihre Luxury-Box wurde mit Liebe und größter Sorgfalt zusammengestellt von Marita. Meine Box packt irgendwie jedes Mal Marita. Dankeschön, liebe Marita. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Genau, wir lesen uns hier nicht durch, was drin ist, beziehungsweise die erste Seite, weil da tatsächlich auch schon die Produkte gespoilert werden. Das wollen wir natürlich nicht. Ich greife jetzt mal rein und nehme ein Produkt raus und es ist groß. März Spezial, Fülle und Dichte, ein Haarshampoo, auch richtig geil. 200 ml, Anti-Haarausfallkomplex mit Anagain, okay, Koffein, Niacin, Biotin und Panthenol. Das hört sich doch schon mal richtig gut an, ne? Von März Spezial, das ist ja geil. Also, ihr seht meine Haare von der Struktur her sehr fein, sehr fisselig tatsächlich. Kann ich gut gebrauchen. Also ja, meine Haare sehen jetzt gerade echt ein bisschen durcheinander gepufft aus, weil ich hatte heute so einen Bommel und wenn ich die dann aufmache, dann sehe ich aus, als hätte ich eine Steckdose gepackt. So, dann gucken wir uns mal an, wie das Shampoo aussieht. Okay, das ist eine ganz normale Tube. Das ist jetzt so nichts Aufregendes, würde ich mal so sagen. Ne? Das sieht jetzt nicht irgendwie besonders hochwertig aus, weil das irgendwie einen besonderen Pumper hätte oder sowas. Es riecht aber sehr angenehm. Ja, na, wir gucken mal. Muss noch getestet werden, ne? Das nächste Produkt, was ich rausziehe, schön, von Art Deco Full Precision Lipstick. Schön, 1 Gramm Produkt ist in diesem Lippenstift enthalten. Und das ist die Farbe 30 Wildberry Sorbet. Da bin ich immer gespannt. Art Deco, ja, über den Adventskalender, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Habe mich aber dann dagegen entschieden. Aber wenn man so einzelne Produkte da mal in den Boxen mit drin hat, finde ich das eigentlich ganz cool, ne? Oh, der ist richtig, richtig weinrot. Der fühlt sich toll an. Sehr, sehr trocken irgendwie. Ich will den auf den Lippen sehen, deswegen mache ich den mal eben drauf. Ja, sehr, sehr trocken ist der vom Auftrag her. Das ist gar nicht so leicht. Den aufzutragen war jetzt schon eine kleine, aber feine Herausforderung. Ist ein bisschen hart, ne, für mich. Also zum einen
Von der Farbe her ist es schon krass, weil ich jetzt ja auch ansonsten nicht wirklich geschminkt bin. Ne? Das muss man ja auch wirklich mal beachten. Ja, also es sind Statement-Lips, die man jetzt so hat, aber es ist schon sehr dunkel und sehr lila und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier herrichten soll, damit mir das gefällt, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Naja, gut. Interessante Farbe, muss ich aber in Kombination mit wirklich mal einem geschminkten Gesicht sehen und auch geschminkten Augen, vor allem, weil so ist es halt immer sehr traurig, ne? Wenn man nur so ein bisschen Mascara drauf hat und dann so einen krassen Lippenstift, finde ich immer zu heftig, aber wird noch getestet. Schaue ich mir nochmal an. Ansonsten finde ich den von der Deckkraft her sehr schön. Der ist jetzt nicht fleckig oder so, obwohl ich wirklich trockene Lippen zurzeit habe. Setzt er sich jetzt nicht irgendwie auf die trockenen Stellen und betont die oder so. Ließ sich jetzt relativ schwer auftragen, weil der halt auch selber sehr trocken ist, aber betont nicht trockenen Stellen, ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, ne? Fühlt sich so an, als würde er haltbar sein. Du spürst ihn jetzt auch nicht so auf den Lippen. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, kann man wohl mal machen. Was haben wir denn als nächstes? Fällt mir mein ganzes Gebrömsel hier raus. Oh, von I plus M, Fair Organic Vegan H plus Gesichtsöl, Regeneration Face Oil, Immortelle Argan. Immortelle und Argan, okay. Das ist ein Gesichtsöl von I plus M. Und jetzt gerade so zum Winter hin benutze ich persönlich auch mehr Gesichtsöle und sowas. Ne? Das ist jetzt hier ein bisschen dreckig von dem Krüppelkram. Ich kann mal dran riechen. Das mit so einer Rausdruckpipette. Riecht noch nicht wirklich viel. Ist halt ein sehr leichter Duft. Halt Öl, ne? Nichts Besonderes. Aber I plus M, 30 Milliliter sind hier drin. Arschteuer, würde ich mal so sagen. Cool. So, was haben wir als nächstes? Von Mitchell & Peach. Auch das nicht günstig. English Growers. English Leaf. Ein Shower Wash. Das ist wahrscheinlich ein, ja, Duschgel, ne? Shower Wash. Ja. Okay. From the Foxbury Farm Estate. Okay, das sagt mir auch nichts. 100 Milliliter sind enthalten. Wir riechen mal dran. Das riecht sehr nach Wald irgendwie. Ja, nach Blatt, ne? Sehr interessant. Aber jetzt nichts, was mich umhauen würde vom Duft her. So gar nicht. Also ich bin ja eher so der süße, blumige Typ, ne? Aber das ist eher so sehr natürlich vom Duft. Ach, das ist nicht so ganz mein Fall. Mal wieder eine Gesichtscreme von Polar. Da habe ich jetzt in den letzten Boxen sehr viel drin gehabt. Das ist Gelée Hydratante Ice Sauce Aloe de Glacier Moisturizing Gel with Glacier Water. Okay, ja. Das Gel Ice Sauce mit seiner speziellen gletscherwasserhaltigen Formel versorgt fettige und Mischhaut mit Feuchtigkeit. Es bildet einen ausgezeichneten Make-up-Untergrund. Auf saubere und trockene Haut auftragen. Ja, ja, das ist eine Limited Edition, steht hier drauf. Okay. 25 Milliliter. Also ich habe keine Mischhaut und ich habe auch keine ölige Haut. Das heißt, dieses Produkt wird wahrscheinlich in einen Adventskalender wandern, weil ich packe ja aktuell so viele. Also macht das durchaus Sinn. Ja. Aber für meine Haut nicht so wirklich geeignet. So, weiter geht die wilde Reise. Und hier ist noch ein bisschen was drin. Kurz mal hier sauber machen. Von La Mer für strahlende Augenblicke Ultra Hydro Booster. Multi-Effekt Eye Patches und noch irgendwie was. Das ist eine Augenmaske und ein Wimpernserum. Ach, du ahnst es nicht. Wie geil ist das denn? Das ist nur 3 Monate haltbar nach Öffnung. Da muss man wirklich dann aufpassen. Ja, also 4 Milliliter haben die Augenmasken und 2,5 Milliliter hat dieses Wimpernserum. Aber es ist sehr, sehr klein. Also 2,5 Milliliter, genau. Und das ist halt sehr klein. Das heißt, man kann das dann auch wahrscheinlich in der Zeit aufbrauchen. Alles andere wäre ja auch ein bisschen traurig. Ich fühle mich gerade echt unwohl, nur so mit geschminkten Lippen. Ne? Also da fehlt mir das irgendwie auf den Augen. Da fühlt man sich sonst irgendwie so halb nackt. Ich sitze gerade halb nackt vor euch. Das ist irgendwie... Ach, das ist ja mal eine Verpackung, ne? Da hast du hier dann die Eye Patches und hier dieses niedliche Wimpernserum. Ich persönlich verwende ja auch gerne Wimpernseren. Es ist tatsächlich so, dass ich lieber Rizinusöl in letzter Zeit verwende. Aber ich verwende tatsächlich noch ein, zweimal wöchentlich auch ein Wimpernserum, was ich aktuell auch da habe. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass ich das dann auch einfach zusätzlich zu meinem Rizinusöl verwende. Aber das Rizinusöl, was ich dir auch gerne unten mal in der Infobox verlinke, ist zum einen viel günstiger und auch irgendwie effektiver. Also das hat auf jeden Fall auch gebracht, dass meine Augenbrauen sich verdichtet haben. Auch wenn sie jetzt nicht so ultra krass erscheinen. Ich werde nun mal mit meiner Haarstruktur und meinen blonden Haaren nicht die Sonne beugen.
Falten an Augenbrauen bekommen. Aber das ist schon ziemlich geil für mich, dass ich überhaupt so halbwegs Augenbrauen besitze. Deswegen, ne? Ja, kann ich unterstützen, gerne verwenden. Und über Eyepatches beschwere ich mich sowieso nicht, weil Eyepatches sind toll. So, wir haben tatsächlich noch eine einzige Produktgeschichte hier drin. Und das ist von DW Premium Skincare Caviar Luxury Lift-Up Mask. Die hatte ich auch schon drin. Habe ich die nicht sogar schon getestet? Ich weiß es nicht. 20 ml hat diese Maske. Eine Intensivpflegemaske mit vitalisierendem Kaviar-Extrakt. Hallo, hallo, das nenne ich mal edel. Und hochwertigem Feuchtigkeitsspendern, die den Hydrolipidfilm sofort und langfristig restrukturieren können. Das weiche, mit Nährstoffen getränkte Vlies lässt die Haut wieder glatt und straff wirken. Ne? Das wird auf jeden Fall dann auch mal getestet. Nicht jetzt, weil... Nö. Weil ich gerade aktuell nicht so geile Haut habe. Da macht es nicht so viel Sinn. Deswegen, ich stehe kurz vor meiner Periode. Da ist irgendwie alles bei mir gerade so total irritiert. Und wenn ich jetzt eine Maske teste, dann kann ich dir nicht genau sagen, wie sie ist. Und da sie wahrscheinlich super teuer ist, möchte ich die jetzt nicht auf meiner blöden Haut testen. Ich möchte die auf meiner Normalhaut testen. Dann kann ich auch was Richtiges dazu sagen. Ne? Das mache ich dann mit dir mal zusammen auf Instagram. Da verlinke ich dir auch hier mal meinen Namen. AIDOIKP heiße ich da. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir auf jeden Fall. Da teste ich manchmal Masken und poste Dinge aus meinem Leben in meiner Story und so weiter. Ja, genau. Ja. Jo, das war jetzt der Inhalt der Box. Ich finde den Inhalt tatsächlich sehr abwechslungsreich. Du hast sowohl Pflegeprodukte als auch Chillprodukte, so Masken, ne? Dann hast du auch noch so ein bisschen dekorative Kosmetik und im Prinzip alles auch etwas, was man gut verwenden kann, ne? Also das ist schon sehr gut verteilt und gefällt mir auch sehr gut. Man fühlt sich auch sehr hochwertig, wenn man die Produkte verwendet, finde ich, aus der Luxury Box. Das merke ich immer wieder, wenn ich das mache. Und ja, ne? Geile Produkte. Ich freue mich aufs Austesten. Denk auf jeden Fall an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau gerne vorbei. Und ja, ich blende dich hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ja, also da sind wir auch mal wieder richtig hoch, würde ich sagen. Geile Box. Man muss halt bedenken, sie kostet zwischen 40 und 50 Euro, je nachdem, welche Abo-Form man wählt. Muss man für sich selber entscheiden. Dafür hast du aber auch nicht jeden Monat dann halt diese Box, ne? Sondern es ist alle 3 Monate kommt diese Box zu dir. Und das ist eine sehr luxuriöse Erfahrung, die man dann halt bekommt. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Genau. Nee. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!